Wenn wir mit einer Kraft F1 auf diesen Kolben mit Querschnitt A1 drücken, so entsteht hier ein Druck P1, der sich laut dem Prinzip von Pascal in dieser Flüssigkeit überträgt und mit einer Kraft F2 auf diesen großen Kolben mit Querschnitt A2 drückt. Je nach dem Prinzip von Pascal ist der Druck P1 genauso groß wie der Druck P2. Und nach der Definition selbst vom Druck bedeutet das also, dass F1 geteilt durch A1 gleich ist zu F2 geteilt durch A2. Woraus wir schließen, dass F2 dasselbe ist wie F1 mal A2 geteilt durch A1. Aber da diese Querschnittsfläche A2 viel größer ist als diese Querschnittsfläche A1, können wir daraus schließen, dass dieser Bruch viel größer ist als 1 und somit muss die Kraft F2 viel größer sein als die Kraft F1. Durch die hydraulische Presse gewinnen wir also an Kraftstärke, aber nicht an Arbeit und auch nicht an Energie. Das heißt, auch für die hydraulische Presse gilt die goldene Regel der Mechanik.